Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Symphonia. Wir sind hier vor der Stadt Zwieback und jagen erst beim Monster hinterher, Ocean. Ich habe gerade nochmal geguckt, weil ich mir dachte, ja, das mit den Nebenquests ist mir erst hinterher aufgefallen, ne? Und da stand ja immer hier, weiß nicht, Colette plus 160 oder so. Dachte ich mir, vielleicht wird es am Anfang des Guides erklärt. Und ja, wurde es. Ich dachte mir schon, es ist sowas wie ein Beziehungssystem. Und da wurde dann erklärt, inwiefern das Beziehungssystem dadurch beeinflusst ist. je nachdem, wie die Beziehung ist, hat es wohl Auswirkungen auf das Ende. Ja. Es stehen auch wieder ein oder zwei Nebenquests im Raum. Eine. Genau. Dafür müssen wir nach der Aktion hier in Zwieback. Zu Altessas Haus zurück. So, aber erstmal hat Mythos was zu erzählen. Hier werden Dokumente ausgestellt, die Mythos und seinen Gefährten gehörten. Hey, seht euch das mal an! Was ist denn? Einer von Mythos Gefährten litt an einer Krankheit, die den Körper kristallisiert. Das klingt nach der gleichen Krankheit wie bei Colette. Colette ist krank? Oh, ja, ein bisschen. Was ist mit dieser Person geschehen? Offenbar wurde sie geheilt. Dann gibt es also einen Weg, sie zu heilen, genau wie Altessa gesagt hat. Ich hoffe, die Methode ist nicht längst vergessen. Was ist das für ein Heilmittel? Es heißt, das Horn eines Einhorns hat das Mädchen gerettet. Ist es das Horn, das wir im Yumasi-See erhalten haben? Du meinst das Horn, mit dem Rain die neuen Heilkünste erlernt hat? Dann wissen wir, dass diese Heilkünste Colette nicht helfen können. Ich frage mich, ob das Einhorn selbst erforderlich ist. Jetzt, wo du es erwähnst, das Einhorn sagte, es lebe, um Martels Krankheit zu heilen oder so ähnlich. Es ist genau, wie Kratos gesagt hat. Vergiss nicht, was das Einhorn gesagt hat. Wer ist Kratos wirklich? Was redet ihr denn da? Er ist ein Verräter. Was macht ihr, wenn ihr ihm vertraut und es am Ende bereut? Ich vertraue Kratos. Genau. Lloyd? Du bist stark? Meinst du? Du kennst jemanden vertrauen, der dich schon einmal verraten hat? Das ist unglaublich. Er ist irgendwie anders. Seine Augen strahlen keine Feindseligkeit aus, wenn er mich ansieht. Ich beneide dich, Lloyd. Ich wünschte, ich wäre so wie du. Oh nein, das willst du nicht. Wenn du wie Lloyd wärst, würdest du dich in einen Idioten verwandeln. Hey, Janice! Ja. Ich beneide dich wirklich. Aber wie bekommen wir mehr Informationen über den Kalan-Krieg? Ich habe gehört, dass die königliche Familie im Besitz der meisten Dokumente über Mythos und den Kalan-Krieg ist. Während des Kalan-Kriegs hatte Mythos mehrfach mit den Herrschern zu tun. Also, gehen wir nach Mel'Tokyo. Allerdings wird uns der Patriarch im Nacken sitzen. Das wird zu gefährlich. Wir können uns jetzt nicht den Luxus erlauben, uns darüber zu beschweren. Ja, wir gehen nach Mel'Tokyo. Aber du solltest zurückgehen, Mythos. Also, wir bringen Mythos zurück und... Ist schon in Ordnung. Ich kann allein zurückgehen. Aber wirklich, ihr müsst euch doch beeilen, oder? Und ihr werdet in das Schloss eindringen müssen, richtig? Also passt auf euch auf. Ja, also gut, Leute, los geht's. Glauben Sie ihn denn alle? Okay. Nee, Synopse. Machen Sie sich auch den Weg nach Mel'Tokyo, ja. Hätte ich jetzt eben auch gemacht, aber das hier war sozusagen die Andeutung, zu Altessas Haus zurückzukehren. Und das finde ich halt echt übel. Also ich finde es ein bisschen verworrener als Dingens hier. Ne? Dark Souls.
Mithras ist ein mutiger Junge. Es gibt nicht viele, die ihr Leben für einen anderen Menschen aufs Spiel setzen würden. Ah. Ja. Seht doch. Oh. Bumm. Rain! Rain? Mann, sie glüht hier förmlich. Was ist plötzlich mit ihr los? Zurzeit grassiert ein schlimmes Virus. Vielleicht ist es das. Tut mir leid, es ist nichts Ernstes. Nein, du darfst es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie muss ins Bett. Wir holen einen Arzt. Ich kenne einen Arzt in Flanor. Entschuldigung. Ich kenne einen Arzt in Flanor. Nun, ich kenne einen in Meltokio. Dann trennen wir uns am besten und suchen beide auf. Okay, dann Prisea, Colette und ich gehe nach Meltokio. Oh, da sucht sich nur Mädchen aus. Gehen wir, Regal. In Ordnung. Sie haben mich zurückgelassen. So sieht es aus. Jemand muss auf sie aufpassen. Das stimmt. Janice, kann ich einen Moment mit dir reden? Was ist los, Mithras? Auf dem Tisch liegt ein Exvier. Rains Krankheit. Ich weiß, wie man sie heilen kann. Wirklich? Ja, wahrscheinlich ist es das Ozette-Virus. Es ist eine gefährliche Krankheit. Was müssen wir tun? Wir brauchen den Nektar einer Vandalia-Blume. Sie blüht auf den Gipfeln des Fuji-Gebirges. Mit diesem Nektar können wir ihr Fieber heilen. Das Fuji-Gebirge? Okay, ich erzähl's Lloyd. Warte, lass uns zusammen den Nektar besorgen. Nur wir zwei. Du und ich? Ja, uns bleibt nicht viel Zeit. Und außerdem möchte ich, dass wir beide Rain retten. Okay, verstanden. Oh Mann. Ich glaube, es ist besser, wenn ich aufpasse, was sie machen. Denke ich auch. Sie sind noch nicht hier? Da hinten ist eine Kiste in dem Stein. Hier ist sie. Auf dem Gipfel, stimmt's? Keine Sorgen, ich war schon viele Mal hier. Oh! Wir müssen es besiegen. Was war das gerade eben? Dein Angriff muss es getroffen haben. Wirklich? Ja, du bist unglaublich, Janice. Oh Mann. Aber gut, ich folge ihnen lieber, damit ihnen nicht zustößt. Ich folge ihnen. Heißt, ich gehe vor. Ich gehe quasi vor denen das Gebirge hoch, während die mich eigentlich voll sehen könnten. Das ist die Blume. Toll, jetzt können wir Rain retten. Ja. Yeah. Dank deiner harten Arbeit, Janice. Ach was, du warst ja bei mir und die Monster waren schwach. Janice, wen magst du mehr, mich oder Lloyd? Was? Warum fragt ihr das auf einmal? Was? Warum fragst du auf einmal solche Sachen? Ich mag euch beide. Wenn Lloyd und ich gegeneinander kämpfen würden, auf welche Seite würdest du dich stellen? Was? Tja, das hängt davon ab, worum es bei dem Kampf geht. Sicherlich würdest du nicht wie Lloyd wegen einer Kleinigkeit einen Streit anfangen. Deshalb wäre er auf deiner Seite. Was soll das denn heißen? Wirklich? Ganz sicher? Ja, wirklich. Dem Himmel sei Dank. Du und Lloyd seid so gute Freunde. Ich war etwas neidisch. Auch du bist Lloyds Freund. Das weißt du doch, oder? Oh, ja, das bin ich. Aber tut mir leid, dass ich dir solche dumme Fragen stelle. Du bist der erste Halbelf-Freund in meinem Alter, den ich habe. Und ich bin einfach nur glücklich und aufgeregt. Ist schon gut, mir geht's genauso. Ich wünschte, wir könnten für immer Freunde bleiben. Was spricht dagegen? Geht es in Ordnung, wenn ich das ernst nehme? Sicher, wir sind Freunde, stimmt's? Okay, dann werde ich dich beim Wort nehmen. Jetzt lass uns schnell zurückgehen und Rain retten. Ja. Halt noch ein bisschen durch, Rain.
freuen. Ich habe keine Ahnung, was ich wegen ihnen durchmache. Ja, ich glaube, ich mache ihn besser auf dem Rückweg. Was machst du da, Lloyd? Was meinst du, was ich mache? Mithas und ich waren im Fuji-Gebirge. Siehst du, wie erwachsen ich schon bin? Denn es war unglaublich. Ich habe großen Respekt vor ihm. Und hier ist Lloyd und macht... Was macht er eigentlich? Ja, wir haben überall nach einem Arzt gesucht. Lloyd, du solltest dich schämen. Es ist unverzeihlich, eine kranke Frau alleine zu lassen. Sicher hat Lloyd auch sein Bestes versucht, Professor Rain zu retten. Stimmt's, Lloyd? Ja. Wirklich? Danke. Doch wie ihr sehen könnt, geht's mir jetzt wieder gut. Der Blumennektar, den Janice und Mithas mitgebracht haben, hat ihr Fieber gesenkt. Bin ich froh, dass Rain wieder gesund ist. Unsere Gruppe ist einfach nicht die gleiche, wenn es ihr nicht gut geht. Sei aber vorsichtig. Du hast gerade erst dein Fieber überstanden. Wir wollen doch nicht, dass hier noch was passiert. Danke. Danke euch beiden. Undankbares Pack. Lloyd? Was? Jemand hat uns heute im Fuji-Gebirge geholfen. Das warst du, nicht wahr? Tja. Danke. Gern geschehen. Flump. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Mithas, hier. Was ist das? Eine Flöte aus einer linken Nuss. Sie ist ein Geschenk für dich. Aber es war unsere Schuld, dass das Andenken an deine Schwester zerbrochen ist. Danke. Sie ist vielleicht nicht so gut wie die Flöte deiner Schwester. Nein, keine Sorge. Dein Mitgefühl reicht. Ich bin so glücklich. Ich dachte, der linke Baum wäre bereits ausgestorben. Du kennst dich mit vielen Dingen aus, Mithas. Du kennst ja ihren linken Baum. Ja, stimmt. Ich wünsche, du wirst uns begleiten in Stadtleut. Hey, was soll das denn heißen? Wenn ich etwas für dich tun kann, sag es mir bitte. Du kannst mich jederzeit ansprechen. Alles klar. Danke, Mithas. Wie war der Held, Mithas, wohl? Was meinst du? Ich wette, er war genauso wie du. Ich? Das heißt, dass er auch Gefährten hatte. Freunde wie deine, die mit ihm durch die Welt reisten und für den Frieden kämpften. Echt? Es ist schön zu wissen, dass er nicht ganz alleine war. Ja. Allein sein ist hart. Könnt ihr den Ex-Vier hier einstecken? Ich habe noch nie etwas über Colettes Krankheit gehört. Sie wird in den Aufzeichnungen von Mithas kurz erwähnt. Ob es noch andere Auserwählte gibt, die auf ihrer Reise die gleiche Krankheit erlitten haben? Unter den Auserwählten, die auf ihrer Reise gestorben sind, gibt es bestimmt welche, die diese Krankheit hatten. Es ist immer die Auserwählte, die leidet. Wir müssen dieses unschuldige Kind retten. Was ist denn Preseer? Dieser Ex-Vier ist... Ja, dieses Kind ist krank. Krank? Der Ex-Vier? Ja, in Tethiala werden Ex-Viers grundsätzlich an Maschinen angeschlossen. Manchmal führt das zu einer Abnormität und sie werden dann einfach weggeworfen. Abnormität? Ja, die armen Kleinen. Ich verstehe, immerhin sind auch sie am Leben. Arme Kleine? In diesen kleinen Stein müssen alle leiden. Unzählige Leben wurden geopfert, um sie zu erwecken und du glaubst... Nun ja. Preseer, gehst du mit mir zur Teutze-Mine? Zur Mine? Ich habe nichts dagegen. Wenn ihr dort etwas zu erledigen habt, gebe ich euch die Erlaubnis. Aber woher nehmen wir einen Riad für Tabitha? Sie ist größer als Mithas und kann nicht bei einem von uns mitfahren. Ich bleibe hier. Okay, dann gehen wir. Was machen wir hier? Geht bitte weiter hinein. Bis zu einem Ort, an dem ihr die Stimmen der Ex-Viers hören könnt. Also gut, gehen wir, Preseer. Ja. Okay. Und hier habe ich jetzt Nebenquests entdeckt, die ich sonst nicht entdeckt habe. Ich bin nicht für pointless battles. Devastation! Ready? Resolute! Eagle Fall! Beast! Die!
Ready? Restore! Devastation! Sword! I was just warming up. Und ja, auch hier müssen wir halt mal jeden Kampf mitnehmen. 50% Output should be sufficient. Here we go! Crescent Moon! Resolute Infliction! Holy Lance! Rising Falcon! Devastation ready. Holy Lance. Ah ja, genau, ich kann hier springen. Ja, komm, nehme ich dich auch noch mit. Du willst es, du bist mir hinterhergerannt. Du willst es, du kriegst es. Die machen halt null Schaden an mir. Goodbye, worthless enemies. Da tut sich gar nichts. Scheiße, wo muss ich ihn hin? Man, there's a lot of them. Rising Falcon! Out of my sight, out of my mind. Oh, komm schon. Oh, ich beiß gleich in die Tischplatte, ey. Es gibt mir echt physische Schmerzen gerade. Okay, hier ist nichts in der Ecke. Nehmen wir dich noch mit. I don't care for pointless battles. Rising Falcon! Devastation! Okay, lohnt sich das? Wollen wir denn hier alles ja, magisches Auge. Okay, unisone Attacke trifft nicht. What? Hätte ich das rechtzeitig besiegt, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwas richtig Cooles bekommen, ne? Ist doch immer so. So, mal ganz schnell die Gegner mit ihren Statuseffekten aus der Luft geholt. Okay, hier gehen wir wieder zum Anfang zurück. Die Plattform verpisst sich mal wieder. Ah, hier haben wir einen Speicherpunkt. Damit bedanke ich mich dann mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.